Hallo, willkommen zur nächsten Runde Sims 2 und heute begleiten wir Habreen in ihrem Leben, auf ihrem Weg, wo ich noch nicht so ganz weiß, wo er uns hinführt und der wo momentan noch sehr, sehr eintönig aussieht. Sie möchte 20 gute Tierfreunde haben. Das ist doch schon mal ein Ziel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Sie muss jetzt dann auch arbeiten gehen und sie ist in der Gastronomie tätig. Sehr schön. Das heißt, du kannst, wenn es dir gut genug geht, kannst du lernen kochen. Hier, mach dich nützlich. Und dann kannst du das öffnen, wenn du keinen Bock mehr hast und kannst... Yay! Kann ich dir eigentlich ein... Gut, hör auf zu lernen. Hast du gut gemacht. Falsches Ding. Du sollst eigentlich erst Hände waschen und dann arbeiten gehen. Oh. Das ist furchtbar. Jetzt müssen wir kurz warten. Tut mir leid, tut mir leid. Ein Stinktier. Wie lange musst du arbeiten? 22 Uhr. Och, Habreen. Kamik. Kamik? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Ich weiß es nicht. Da, 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 da. Morgen muss sie auch arbeiten. Es wäre schön, wenn wir... Charisma. Sie hätte gern ein bisschen Charisma. Kann das sein, dass sie kein Licht hat? Nein, sie hat kein Licht. Dann tut's mir leid. Dann kriegst du jetzt kurz ein bisschen Licht. Der Rest muss halt warten, ne? Ja, das hilft mir gerade nichts. Und ein Tier besitzen. Ja, du kriegst bald ein Tier. Kochwettbewerb gewinnen. Wie? Ah. Aufgetischt. Nur. Ich sollte vielleicht einfach draufklicken. Das sagt mir dann oft was. Genau, geh bitte duschen. Ich will ein Tier. Ich frage mich. Service? Ist das vielleicht bei Service mit drin? Zur Not gehe ich aufs Gemeinschaftsgrundstück, aber ich muss erst ein bisschen Geld verdienen. Sonst wird das nichts mit dem Tierchen. Schlafen in Schlafanzug. Trainerin. In der Adoptionszentrum. Ich schätze mal, da braucht man auch einen gewissen Dings an Geld. Oh, nein! Bisher noch keine Verhaltensweise erlernt und... Oh, keine Unruhe. Vom Bett wegbleiben, Garten rein. Kleiner Hund. Oh. Benny. Okay, also wir wissen, was wir vorhaben. Wir brauchen nämlich viele... Oh, Blender. Nee, nicht verjagen. Du sollst Blender begrüßen. Steh auf. Blender.
Nein, rechnen kannst du gerade nicht bezahlen. Blender! Blender begrüßen! Wir wollen doch Freunde werden. Liebhaben, streicheln. Spielen. Danach kannst du duschen und danach kannst du wieder schlafen gehen. Super! Gott, ich hoffe, ich krieg 20 gute Tierfreunde. Kann ich hier eigentlich? Hier. Blender. Räumen wir gleich auf. Hier benutzen und bitte diesmal die Hände waschen. Blender! Deine Arbeit wartet, komm. Da wäre noch eine Katze. Hallo Wolfgang. Rabea. Nils? Verona. Komm. Ich will irgendwas anderes noch nebenbei machen lassen, damit sie noch was verdienen kann. Yay! Sie kann kochen. Was kann ich ihr da geben? Soll ich ihr... nicht Bücherregal. Hier. Das hier. Ich gebe ihr noch eine Staffelei hier. Sie geht freiwillig malen üben. Yay! Jemanden einladen, dann besser vielleicht nicht. Am Strand Urlaub machen, Kochwettbewerb gewinnen. Das ist voll cool. Abheben. Kunst und Handarbeit, nein. Gehst du vielleicht duschen und dann schlafen im Schlafanzug und das hier und Hände waschen. Viel zubereiten. Einzelmäler. Cool. Highlight Toast. Musst du heute arbeiten? Ja, musst um 17 Uhr. Dive-In-Bedienung. Hallo Verona. Recyceln. Recyceln. Weiter üben. Es wird im Inventar platziert. Gut, jetzt ess den bitte einfach. Danke. Verkaufen. Super. Komm, Habren. Musst arbeiten gehen und dann, wenn du... Das sieht auch ziemlich cool aus. Kreativität.
Lanka, Lanka begrüßen. Auch Lanka. Eine kontaktfreudige Ronja Petersen. Sehr schön. Hallo Ronja, schön dich kennenzulernen. Ronja. Liebhaben, streicheln, loben für. Nein, für sowas loben wir nicht. Da schimpft man ein bisschen. Nein, 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 du verjagst ihn nicht. Nicht verjagen, nicht verjagen. Liebhaben, streicheln. Liebhaben, streicheln. Liebhaben, streicheln. Liebhaben, Leckerchen. Muss gute Freunde werden. Komm her. Oh, super. Das Ganze ein bisschen schneller laufen lassen. Liebhaben, Leckerchen, Liebhaben, streicheln. So süß. Hey. Stopp. Da ist noch ein Hund. Luna, Luna begrüßen. Vergiss alles andere. Begrüße jetzt noch schnell Luna. Ich weiß, dir geht's jetzt nicht so gut. Duschen. Hast du Luna begrüßt? Ja. Benutzen. Hände waschen. Schlafen. Im Schlafanzug. Och nö. Vergiss alles, was du machen wolltest. Und geh einfach schlafen. Das macht so viel Sinn. Dann malen üben. Oh, ich brauche eine Logik. Alle Rechnungen bezahlen. Mach das mal nicht und mach stattdessen malen üben. Meine Güte, koch dir doch zum Mittagessen. Chili con Carne. Maria Lauscher. Wir hatten doch schon irgendeinen Lauscher. Du musst essen gehen. Essen gehen. Arbeiten gehen. So was Ähnliches. So. Ja. Im Kino nebenan ist eben der Film zu Ende gegangen. Die Kinobesucher strömen nun Habrins Restaurant. Eigentlich müssten die Leute von dem ganzen Popcorn schon pappsatt sein, aber Habrin hat eher den Eindruck, als würden sie von einer Meute hungriger Wölfe heimgesucht. Hektisch nimmt sie die von ihr allseits zugerufenen Bestellungen auf, doch plötzlich geschieht etwas Schreckliches. Der Übelburger 3000 beginnt zu qualmen und beginnt dann mit einem lauten Knall feuchten Geist auf. Im ganzen Restaurant riecht es angebrannt und so, woher soll Habrin nun die Hamburger nehmen? Ob sie es wohl schaffen kann, die Sachen ohne die Übelburger hinzukriegen? Oder soll sie versuchen, das Gerät zu reparieren? Es endet wahrscheinlich furchtbar. Ganz wild darauf, als Heldin gefeiert zu werden, krempelt Habrin die ärmellose Bluse hoch und schnappt sich einen fettigen Schraubenzieher. Vielleicht hat sich einfach was im Gerät verfangen, denkt sie bei sich. Leichtsinnig schraubt sie und Blech mit Vorsicht Aufschrift. Ich wusste das Ende nicht gut.
Als sie diesen Blech schließlich entfernt, springt ein kleines Teil aus der Maschine, das bald darauf der ganzen Küche herumgibt und letztendlich auf der Kopf des Kopfes landet, der darauf hin in der Fritteuse fällt. Da Havrin gegen Sicherheitsbestimmungen, Scheiße, verstoßen hat, verliert sie einen Logikpunkt. Gut, dass ich keinen Logikpunkt hatte. Sie wurde wieder. Mist. Kann ich zur Arbeit gehen? Warte. Muss ich da drauf? Nein, wo muss ich da hin? Zur Arbeit gehen. Tu mir doch den Gefallen und geh gleich nochmal zur Arbeit. Mist! Nein! Und gleich wieder aufgestiegen. Kann ich jetzt wieder zur Arbeit gehen? Warte. Nein, jetzt kann ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Schade. Das wäre jetzt lustig gewesen. Jetzt habe ich 1000. Gibt es irgendwas, was die Gute möchte? Falsche. Ja, ein Tier war das, aber das Problem ist, da habe ich wohl. Anrufen, Service. Ja, ich glaube, wir können uns ein Tier leisten. Tieradoptionszentrum. So einen kleinen Hund oder ein Kätzchen. Einen großen leider nicht. Weil ich würde schon gern jemanden, der schon ein bisschen was gelernt hat. Wohl, die sind echt süß. Oh. Aber ich bin eigentlich eher für einen Hund, eigentlich. Feli auch. Unabhängig. Wir nehmen Ringo. Er hat auch noch keine Kommandos. Egal, wir nehmen Ringo und bringen ihm. Ja, ich will Ringo adoptieren. Ja! So, pass auf. Wir haben ein Hündchen, also machen wir kurzen Prozess. Ich mag das Hundekörbchen. Daher und Futternapfnehmer den hier. Ja. Napfeln. Ach, wir bleiben einfach bei Ringo. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Hochnehmen. Hier hingehen. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Stacy, warte mal, Stacy, stopp. Stacy. Tier verjagen. Du sollst das Tier nicht verjagen. Nicht schlafen gehen, du sollst dich erstmal um Ringo kümmern. Ringo hochheben, du sollst nicht schlafen gehen, du sollst hier hingehen damit.
Ich muss gerade eine Kleinigkeit nebenbei erledigen. Und zwar definitiv. Oh Gott, seht euch dieses an! Ich bin rausgetappt vor lauter. Oh mein Gott. Ringo ist so süß. Und er kennt lauter andere kleine Tierchen. Oh mein Gott. Sorry. Persönlichkeit. Oh Gott. Erst das Tierchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll. Oh Gott, oh Gott. Ist der süß? Duschen, aufräumen und oh Gott, Ringo. Loben für im Tierbett liegen. Lob ihn dafür. Der ist so super. Der ist so super süß. Benutzen, Hände waschen. Und. Oh Gott, spiel mit ihm. Lob ihn. Kuschel ihn und... Ach Mann, jetzt ist sie schon wieder aufgestanden. Liebhaben, Gott, wann musst du arbeiten gehen? Kann ich um 17 Uhr? Oh, ich glaube, sie hat Hunger. Oh Gott. Ach, warte. Was hast du vor, Ringo? Das geht nicht. Nein, 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 nein. Warte mal. Geht das nur für Katzen oder geht das auch für Hunde? Katzenklo, nee, es geht nicht für Hunde. Wäre jetzt zu schön gewesen. Egal. Oh Gott. Eigentlich solltest du. Hast du irgendwas im Herd? Solltest was essen. Sowas wie ein Omelett. Dann kannst du gerne weitermalen. Gott. Ja, das ist super. Napf, warte, erst machen wir Napf sauber und dann füllen wir ihn auf und Gott, spielen. Das sieht lustig aus, weil das Haus so in der Luft hängt. Gut, aber eigentlich wollte ich schon wieder aufhören, auch wenn ich gerade, oh, seht euch den Süßen an. Hier nochmal ein Bild. Da ist so süß. Ringo ist so süß. Gruselige Sachen, immer gruselige Sachen. Schlafen, spielen. Gott! So, ein Bild noch. Ein Bild noch. Süß. Der Kleine ist so süß. So. Dann sind wir hier jetzt fertig. Und wir werden hoffentlich bald wieder mit den beiden spielen. Ich bin ein klein bisschen in Ringo verliebt. Der ist echt süß. Aber
Das, darum kümmern wir uns dann nächstes Mal weiter. Und bis dahin viel Spaß, macht's gut und ciao!